Wir begrüßen Sie aus Nardo. Zweites Spiel der Gruppe E, Australien gegen Dänemark. 0-0 zum Auftakt bei Deutschland gegen Nigeria. Jetzt also die beiden anderen Teilnehmer dieser fünften Turniergruppe. Wir freuen uns auf den ersten Auftritt der dänischen Mannschaft bei einem Weltpokal. Wir waren beim letzten Turnier in England nicht dabei. Australien in der Gruppenphase raus, will auch mehr erreichen als Asienmeister. Und wir hören zunächst die Hymnen der beiden hier in Nardo. Stimmung ist klasse, auch bei diesem zweiten Spiel des Turniertages hier in Marokko. Wir schauen zunächst auf Australiens Startelf mit zwei Bundesligaspielern. Cruz aus Bochum und Ecki aus Berlin. Vorne Cahill, der Leuchtturm dieser Mannschaft, die Identifikationsfigur für Australiens Fußball. Dazu noch Degenek in der Verteidigung, bekannt aus seiner Zeit bei 1860 München und der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. Dänemark beim ersten Weltpokalspiel mit Schmeichel aus Leicester im Tor. Christensen, der ehemalige Gladbacher, neben Kjær, Eriksen, Quist, Delaney, vorne rechts Sisto, links Jørgensen und vorne als Spitze Cornelius. Heißt also, dass sowohl Niklas Bentner als auch Josef Paulsen zunächst mal auf der Bank Platz nehmen. Da haben sie einige Möglichkeiten noch. Das Mittelfeld ist gesetzt mit ihm, mit Christian Eriksen, Kapitän der Mannschaft. Quist und Brems, Delaney, einziger Bundesligaspieler in der Startelf, der denn die selbstbewusst gesagt haben, wir wollen weiterkommen, wir wollen das Achtelfinale erreichen. Beim ersten Auftritt bei einem Weltpokal, jetzt geht's los, Australien in den gelb-grünen Trikots, Dänemark von rechts nach links in ein sicherlich spannendes Spiel, auch da die Situation ganz klar ist, aufgrund des Unentschiedens beim ersten Spiel dieser Gruppe hat der Sieger zunächst mal die Tabellenführung inne. Lecky. Und Cahill! Ein Traumstart für Australien. Tim Cahill macht das Tor für die Socceroos. Nicht mal zwei Minuten gespielt. Erste Flanke für Lecky. Cahill steht frei. Knutzen ist zu weit entfernt. Der Linksverteidiger, der ein bisschen das Risiko darstellt im Team von Aargareide. Und Cahill macht das perfekt. Australien früh vorne. Schnellstes Tor bislang bei diesem Weltpokal in den gesehenen 10 Spielen. Das war bislang Benteke für Belgien. Jetzt hat aber Cahill gleich mal das Ganze gesteigert. Noch kein Ballbesitz für Dänemark. Das sind jetzt die ersten Ballkontakte. Eriksen, Cornelius, Quist, gut behauptet. Knutzen, Delaney, Eriksen, Delaney abgeblockt. Zweite Chance für Cornelius. So kann es mal losgehen. Erste Chance für Dänemark. Cornelius spielt in Italien bei Atalanta. Dazu Sisto, rechte Seite. Celta Vigo, spanische Liga, wie einige Spieler bei den Dänen. Right. Ballverlust an Quist. William Quist, stark gemacht. Und Knutzen gegen Milligan. Schöne Flanke von Knutzen. Matthew Ryan vor Cornelius.
Bergqvist, nächste Flanke. Und Eriksen! Kopfball, erstes Tor für Dänemark, der Ausgleich, Christian Eriksen. Das ist die perfekte Antwort auf das frühe Gegentor. Wieder über links, über Knutzen. Schön weiter für Qvist, der sich ein bisschen nach links orientiert hat in diesen ersten 10 Minuten. Eriksen steigt hoch, macht den Kopfball gegen Degenek, gegen Milligan. Und Ryan kommt nicht ran. Stand vielleicht nicht ideal, lässt sich schwer sagen, warum der Torwart da so schlecht aussieht. Völlig egal. Christian Eriksen, Dänemark mit dem 1:1, 10 Minuten gespielt, 2 Tore, offensiver Auftakt hier für beide in Nador. Und das ist auch ein Zeichen an Nigeria und vor allem an den Titelverteidiger, der sich vorhin sehr schwer getan hat im ersten Spiel Deutschland gegen Nigeria. Denn das werden die nächsten Gegner sein. In der vielleicht spannendsten Gruppe dieses Turniers. Auch wenn kein Weltmeister dabei ist, kein Uruguay, kein Frankreich, die alle hätten den Deutschen zugelost werden können. Aber es kann auch so nochmal richtig knifflig werden. Knutzen, schön gespielt. Tolle Flanke, weit für Sisto. Aber Bejic passt auf, Aziz Bejic, Linksverteidiger, spielt in der Türkei bei Bursaspor. Sisto gegen Bejic. Sisto vorbei an Bejic und Cornelius, 2:1, Partie gedreht. Was ist denn hier los? Jeder Schuss passt. Cornelius mit der Führung für Dänemark. Bejic lässt sich austanzen von Sisto, dann flach und kurz gespielt. Wunderschönes Tor aus der Drehung für Dänemark. Vielleicht der beste Auftakt bislang bei diesem Weltpokal für beide Mannschaften. Andreas Cornelius, 5. Länderspieltor im erst 19. Einsatz. Schraubt auch gleich mal den Toreschnitt ein ganzes Stück nach oben. Bislang sind wir deutlich unter dem, was 2015 los war. Da gab es aber auch einige wirklich torreiche Spiele. Ich erinnere mich an die Gruppe der deutschen Mannschaft mit einem 5:1 gegen die Elfenbeinküste, mit einem 3:1, 4:1 Japan, Schweiz. Da war viel los, auch beim Gastgeber bei England. Aber vielleicht gibt es ja heute noch ein paar. Wäre sicherlich für die Attraktivität des Turniers nicht schlecht. Siehst du für Larsen. Freistoß Australien. Offensivfoul von Larsen an Bejic. Ballverlust Larsen gegen Matthew Lecky. Schön gemacht von Lecky. Und Schmeichel, erster gehaltener Ball in diesem Spiel. Kasper Schmeichel, Nummer 1 von Leicester City, Meister 2016 geworden in dieser Sensationsmannschaft. Delaney. Jorgensen. Nicht gut gelöst gegen Sainsbury. Abwehrchef von den Grasshopper Zürich zusammen mit Degenek. Früher Stuttgart 1860, mittlerweile spielt er in Yokohama. Moi. Das ist Degenek.
sah beim Gegentor nicht gut aus, beim Kopfball von Christian Eriksen. Wichtige Grätsche von William Quist. Hitch. Das geht zu leicht. Bill Hitch umgegrätscht. Kein Elfmeter. Für Australien, sagt der Unparteiische aus Argentinien. Gab ja erst 2 Elfmeter in den ersten Spielen. Knutzen muss aufpassen. Gut gelöst. Schneller am Ball als Cahill. Sisto. Und die Lenny, klasse weiter. Cornelius, Ryan und Jürgensen. 3-1. 3-1 Dänemark. Nikolai Jürgensen von Feyenoord. Der nächste Stürmer trifft für die Dänen. Sisto, klasse weiter von Delaney. Cornelius scheitert an Ryan. Aber dann steht da noch der linke Flügelspieler frei. Jürgensen, auch erst das 9. Länderspieltor. Sie sind alle deutlich hinter Bänden, aber der Trainer hat gewusst, warum er sie aufstellt. Auge Hareide stellt die richtigen Spieler auf mit Sisto, mit Cornelius, mit Jürgensen. Dänemark nach einer halben Stunde 3-1 vorne bei einem, das lässt sich jetzt zumindest mal so sagen, sehr guten Debüt beim Weltpokal. Kein Abseits, Cruz. Right. Milligan spielt in Saudi-Arabien bei Al Ahly. Milligan, klasse für Rogic. Und Kehr grätscht den Ball raus. Simon Kehr hat 2010 in Wolfsburg gespielt. Quist in Stuttgart. Und dazu noch der zukünftige Torwart der Frankfurter Eintracht, Frederik Renault, der auf der Bank sitzt für Dänemark. Hinter Schmeichel Nummer 2 ist. Delaney. Sisto, gefällt mir ausgezeichnet. Cornelius. Delaney und ein dankbarer Ball für Matthew Ryan, spielt wie Schmeichel in England in der Premier League, beim Aufsteiger des letzten Jahres bei Brighton & Hove, Klassenerhalt geschafft und im nächsten Jahr ein weiteres Jahr Premier League für den Verein von der Südküste Englands. Sisto, nächste Flanke, Eriksen verpasst und Wright kann klären. Bailey Wright spielt auch in England, nicht in der Premier League, sondern eine Etage tiefer bei Bristol City. Eckstoß Eriksen. Schöne Variante, Quist. Kein Abseits, Eriksen. Kehr und Delaney. Harmlos für Ryan. Eriksen. Fehlpass von Quist. Sainsbury. Moy. Rogic. Wieder Moy für Lecky. Milligan.
Chris. Moy, tolle Grätsche von Quist, aber Moy gewinnt den Ball zurück. Milligan, super raus für Wright. Erste Chance seit dem Tor für Australien, für Bailey Wright. Der mal weit nach vorne kam, rechte Seite, nicht so stark wie die linke von Lecky. Und Bild, Freistoß Dänemark, Nachspielzeit. Im ersten Durchgang läuft ein beeindruckendes Spiel. Australien ging früh in Führung mit dem schnellsten Tor bei diesem Turnier durch Tim Cahill. Und dann ist Dänemark aufgewacht und hat sich exzellent präsentiert. So kann es wirklich spannend werden in dieser Gruppe. Nochmal Sisto abgelegt für Quist. Jürgensen, Knutzen. Sah jetzt ein bisschen zufällig aus, dass der Ball dann letztlich Knutzen vor den Fußfeld. Kein Anspiel von Sainsbury. Letzte Aktion vor der Halbzeit. Nochmal Eckstoß für Dänemark, für Eriksen. Kriegt die zweite Chance. Rogic zuletzt dran. Spieler von Celtic. Nächster Versuch, Christian Eriksen. Delaney. Halbzeit im Stade Lagune in Ardor. Wir sind richtig gespannt auf die zweite Hälfte. Australien hat klasse begonnen, aber Dänemark umso stärker geantwortet. 3-1. Die meisten Tore einer Halbzeit bis hierhin bei diesem Turnier. Das gab es nicht mehr beim Spiel der Franzosen gegen Neuseeland am gestrigen Abend. Wir machen jetzt zunächst mal die Pause, sind gleich zurück in Ardor. Durchgang 2 Australien gegen Dänemark. Ein klasse Auftakt für beide bis hierhin.